Wir wollten einen guten Abschluss vom Trainingslager haben, die Dinge sehen, die wir uns in den letzten Tagen erarbeitet haben. Ich glaube, dass das in beiden Spielen zumindest phasenweise zu erkennen war. Bin mit den Leistungen überwiegend zufrieden. Geht natürlich immer darum, Erkenntnisse auch zu sammeln. Ich glaube, dass uns im ersten Spiel ja, so vom Anlaufverhalten ein bisschen Intensität im Durchschieben gefehlt hat, im wirklich Auslösen gefehlt hat, ein bisschen tiefer auch im Spiel. Dafür haben wir dann speziell in der zweiten Halbzeit des ersten Spiels, glaube ich, dann auch, als wir es gemacht haben, richtig gute Situationen gehabt und auch uns gute Torchancen herausgespielt. Und im zweiten Spiel war es ein bisschen umgekehrt, da war die erste Halbzeit die bessere. In der zweiten haben wir ein bisschen Zielstrebigkeit verloren im Laufe der ersten Halbzeit. Ich glaube, sonst können wir höher führen. Und ärgerlich ist, dass wir da in dem Spiel nicht zu Null gespielt haben, weil das möglich gewesen wäre. Und insofern sammelt man eine ganze Menge Erkenntnisse heute, aber insgesamt bin ich zufrieden. Ja, wenn es einen Pokal gibt, dann wird man den auch gerne mitnehmen. Ist klar. Speziell glaube ich, oder eigentlich in beiden Spielen hätten wir, glaube ich, auch gewinnen können. Unterm Strich ist es trotzdem in der Vorbereitung nicht ganz so wichtig, wie jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten, die auf uns zukommen. Wichtiger sind die Erkenntnisse, die man sammelt. Ja, ich glaube, erste Halbzeit war eine ordentliche bis gute Halbzeit von uns. Hat das zweite Tor ein bisschen gefehlt und dann, zweite Halbzeit ein bisschen die Zielstrebigkeit, den Zug verloren. Und dann ein dummes Gegentor bekommen und dann das Spiel leider nicht gewonnen. Ja gut, es ist eine andere Grundordnung, die unterschiedliche oder andere Räume einfach öffnen kann. Gegen verschiedene Grundordnungen war auch gut, dass wir heute dann Gegner hatten, die unterschiedliche Grundordnungen gespielt haben. Haben wir dann eine Menge Videomaterial, eine Menge Szenen zum Besprechen. Aber es ist einfach eine andere Grundordnung, etwas andere Räume, etwas anderes Verhalten auf der letzten Kette vom Gegner. Und das haben wir heute mal ausprobiert und das war für den Anfang ganz vernünftig. Auch ein reines Stürmer-Trio ist möglich. Bei zwei Spielen, wenn du die gleiche Grundordnung spielst, musst du trotzdem gucken, dass es von den Spielertypen dann auch immer für beide Mannschaften passt und beide das Gleiche ausprobieren können. Deshalb haben wir es heute auch aufgeteilt, dass wir dann jeweils dann doch eher mit einem, offensiven Mittelfeldspieler hängender Spitze in der einen Gruppe Nick, in der anderen Gruppe Romano gespielt haben. Grundsätzlich, wie gesagt, haben wir da viele Optionen auch in der Grundordnung, verschiedenes Personal mit verschiedenen Stärken zu bringen. Ist jetzt erstmal so, dass wir unsere ersten Erfahrungen damit gemacht haben, das mal so von Grund auf zu machen. Wir haben es letztes Jahr vor dem Leipzig-Spiel, Rückspiel schon mal gemacht, haben es in Leipzig gespielt, haben immer mal wieder bei Rückstand auch darauf umgestellt, auf diese Grundordnung. Also ist nicht vollkommen unbekannt, aber so, wie wir es jetzt aufgezogen haben, ist es halt das erste Mal, dass wir es mit der Mannschaft machen. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir auch dafür Spielertypen haben, dass wir auch da vielleicht nochmal die Gegner von anderer Aufgabe stellen können, aber trotzdem weiter unseren Fußball spielen. Und deshalb ist das für mich eine Option. Am Ende werden wir sehen, welches Personal wir dann in den einzelnen Spielen auf dem Platz sehen wollen. Danach richtet sich das natürlich auch ein Stück. Ja, ich glaube, ganz ansehnlich. Ich habe vom ersten Spiel leider nicht so viel gesehen, aber ich glaube, es auch ordentlich war. Ja, deswegen waren gute Sachen dabei. Natürlich fehlt bei einer oder anderen Situation noch der Feinschliff, aber der kommt jetzt die Tage dann noch hinzu. Ja, erstmal grundsätzlich, dass man ja auch zwei Systeme spielen kann, die man auch im Spiel dann, dass man auch einfach variabler ist, dass man verschiedene Situationen sich auch anpassen kann, dem Gegner anpassen kann, aber dass man auch, wie gesagt, was ich gerade auch mal im Spiel wechseln kann, vielleicht wenn man zurückliegt, dass man einen zusätzlichen Stürmer vorne hat im Raum. Ich glaube, das ist das Plus an dem System. Naja, es ist immer so, dass du als Trainer natürlich schnellstmöglich deine Mannschaft zusammen haben willst. Trotzdem ist mir ja klar, wie dieser Transfersommer auch laufen kann, war vom ersten Moment an klar, war klar besprochen auch. Und ich weiß, dass wir sehr genau gucken müssen, wer uns wirklich verstärkt, unsere Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten sehr genau einsetzen müssen. Dann dauert es jetzt eben ein paar Tage länger, aber am Ende des Tages ist trotzdem für mich das alles Entscheidende, dass die richtigen Leute kommen, die mit der richtigen Qualität kommen, weil du eben ja nicht nur für den ersten oder zweiten Spieltag einen Kader zusammenstellst, sondern für 34 Spiele. Also wichtig ist eben, dass wir mit unseren finanziellen Möglichkeiten sehr gut umgehen, die richtigen Schachzüge machen und da habe ich vollstes Vertrauen in die Personen, die dafür federführend verantwortlich sind und ich bin darauf vorbereitet gewesen, dass das durchaus so laufen kann. Trotzdem wünscht man sich das als Trainer an, das ist auch klar. Zwei Wochen Vorbereitung haben wir noch. Ich glaube, dass wir insgesamt die Spieler, die zur Verfügung stehen, auf ein ganz gutes körperliches Niveau gebracht haben. Insgesamt, das ist zu der Phase dann einfach das Wichtigste auch. Ansonsten war mir wichtig, dass wir bis zum jetzigen Zeitpunkt so die mannschaftstaktischen Themen einfach komplett an die Mannschaft gebracht haben, dass wir uns jetzt wirklich die Themen kümmern, die dann wirklich auch entscheidend sind, um Spiele zu gewinnen. Letztes Drittel vorne, Verteidigen des Strafraums, also gerade auch die Themen, in denen wir noch Steigerungsmöglichkeiten, glaube ich, haben. Und deshalb bin ich eigentlich mit dem Verlauf bis zu diesem Punkt, was die körperlichen Themen angeht, zufrieden, auch was das angeht, Inhalte an die Mannschaft zu bringen. Aber jetzt ist klar, dass wir natürlich Frische nochmal brauchen an diesen Themen, die ich gerade genannt habe.
um die Tore herum arbeiten müssen und wie gesagt, hoffentlich dann auch bald vollzählig sind, was den Kader angeht. Ja, schwierige Frage. Also Luft nach oben ist natürlich immer, aber trotzdem hat man, glaube ich, auch gesehen, gerade in den Trainingsseiten, dass echt viel Zug da ist, dass wir viel Qualität haben, auch gerade in den Spielen, wo wir 11 gegen 11 gespielt haben, dass wir gerade ja schon eine recht gute Qualität im Kader haben. Ja, und das ist das, was ich sagen kann. Trotzdem muss man auch sagen, ist dann Vorbereitung und Liga und Pokal was anderes. Deswegen freue ich mich dann auch, wenn es wieder losgeht und ja, dann richtig zur Sache geht. Ja, dass wir jetzt weiter im Detail arbeiten. Ich glaube, die letzten 10 Tage waren gut. Wir haben richtig gut trainiert, wir haben viel trainiert. Natürlich haben wir auch schwere Beine gehabt, wir haben konditionell gut trainiert, aber auch gerade, was ich gesagt habe, das ist das neue System. Haben wir kennengelernt, haben wir auch im Detail schon ordentlich umgesetzt, aber jetzt weiter das Spiel analysieren, nochmal gucken, was wir nicht so gut gemacht haben und dann darauf aufbauen. Die Erklärung ist einfach, es ist ein Spieler, dessen Stärken sich, glaube ich, in unserem Spielsystem, in unserer Art Fußball zu spielen, sehr schnell widerspiegeln und die sehr gut dazu passen. Und ja, er arbeitet gut, präsentiert sich gut, ist im vernünftigen körperlichen Zustand und für ihn geht es jetzt wie für alle anderen auch darum, noch mehr Frische zu bekommen, noch genauer zu werden in den Abläufen, aber er spielt bislang eine gute Vorbereitung. Ich glaube, dass so wie auch Ergebnisse in Vorbereitungsspielen auch ja, Leistungen in Vorbereitungsspielen immer unterschiedlich auch zu bewerten sind. Aber trotzdem ist es so, wenn du dann 4 Spiele in der Vorbereitung spielst und 4-mal deinen Job vernünftig machst, machst du eine gute Vorbereitung. Aber ich glaube, das kann man auch über andere Akteure sagen. Das immer so 1:1 zu vergleichen, ist auch immer von, glaube ich, Position zu Position ein bisschen unterschiedlich, weil du natürlich auch als Stürmer speziell in Vorbereitungsspielen, gerade am Anfang, vielleicht auch auf dich aufmerksam machen kannst oder auch in Situationen kommst, die dann eher offensiver Natur sind. Aber unterm Strich spielt er eine gute Vorbereitung. Aber ich mache jetzt auch nach 3 Wochen oder 3,5 Wochen, die wir jetzt in der Vorbereitung sind, jetzt noch nicht das Ranking komplett auf, weil dafür haben wir auch einfach noch zu viel Zeit jetzt vor der Brust. Genau. Ist dadurch nicht zustande gekommen, dass er die ersten Tage krank war, sonst wäre es sicherlich so gekommen. Hat seine Fortschritte jetzt eben nachgeholt und ist jetzt wirklich am guten Punkt. Und gucken wir mal, dass wir nächste Woche ihn mit der Mannschaft auf dem Platz haben, zumindest anteilig. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, Milos ist heute nur noch mal eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Habt ihr ja selbst gesehen, war wieder komplett im Training. Und wenn jetzt heute ein Pflichtspiel gewesen wäre, hätte er sicherlich auch zur Verfügung gestanden. Aber wir wollten da für den heutigen Tag nichts riskieren. Aber der wird sicherlich nächste Woche wieder ganz normal mit der Mannschaft trainieren. Und bei Marco ist es so, dass auch er gute Fortschritte macht, sich eigentlich von Tag zu Tag besser fühlt. Straßburg ist ambitioniert, aber auch noch nicht ganz ausgeschlossen. Ja, mein Eindruck ist unverändert positiv. Der war es auch im letzten Winter. Ich glaube auch, dass er ein Spieler ist, der uns in der Rückrunde immer wieder gefehlt hat, in gewissen Spielsituationen, die wir in der Hinrunde noch für uns entschieden haben, weil er hier einfach jemand ist, der ja erstmal sehr schlau ist, das Spiel versteht, insofern auch auf vielen Positionen in Frage kommt, einer Mannschaft zu helfen, der Körperlichkeit mitbringt, der sogar auch selber torgefährlich werden kann, weil er ein sehr gutes Kopfballspiel hat. Deshalb ist meine Haltung zu ihm positiv. Am Ende ist es trotzdem wie immer. Es gibt Konkurrenz auf den Positionen. Die muss man im Einzelnen bewerten. Da sind wir auch im Austausch, auch im sehr, sehr offenen, transparenten Austausch, so wie ich das immer bin mit meinen Spielern und mit Rappo eben halt auch in der Vergangenheit im Speziellen dann in solchen ähnlichen Situationen war. Bleibt dabei, ich hätte ihn gerne als Option im Kader, aber er muss auch immer mit der Rolle einverstanden sein. Und am Ende ist das Transferfenster offen und dann wird sich zeigen, ja, wie die Konkurrenzsituation bei uns sich darstellt und was er vielleicht auch für Optionen hat. Und dann wird man das gemeinsam entscheiden. Und erstmal ist es so, dass wir gesagt haben, wir gehen in diese Vorbereitung. Er präsentiert sich bestmöglich und dann werden wir sicherlich in den nächsten Wochen sprechen. Ja, freut mich für ihn. Freut mich auch, die Jungspieler, die generell letzte Zeit oder einen guten Weg gemacht haben, sind ja einige, die dann auch immer wieder dabei sind. Und gerade Leon hat jetzt im Trainingslager echt gute Eindrücke gemacht. Muss jetzt weiterhin bestätigen und ich freue mich aber, dass er da ist. Es gab nach dem sehr, sehr guten Trainingslager letztes Jahr Gott sei Dank keine negativen Überraschungen. Weil das vom Rahmen her, vom Wohlfühlklima her, was glaube ich bei 10 Tagen, die man zusammenhockt, total entscheidend ist, einfach außergewöhnlich ist hier im Zillertal. Die Plätze waren im guten Zustand, auch das war ein Fragezeichen, deshalb gab es keinerlei negative Überraschung, aber positiv konnte ich nicht überrascht werden, nachdem es letztes Jahr auch schon sehr gut war. Auch innerhalb der Mannschaft, gute Arbeitsatmosphäre. Ich kann nicht klagen. Ich bin auch froh, dass es jetzt nach Hause geht. Wie gesagt, die Familien warten. War trotzdem auch eine gute Zeit. Wir haben super Bedingungen gehabt, auch gerade im Hotel. Wir konnten viel auch in der Mannschaft viel tun. Konnten uns nochmal genauer kennenlernen, zumindest die beiden Neuen, die da sind. Ja. Und jetzt freuen wir uns alle, dass es Richtung Bremen geht. Super, super. Ja, also dafür steht ja auch Österreich für gute Schnitzel. Freue ich mich immer wieder drauf und haben die Qualität nachgewiesen.